Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk WoW. Und zwar geht es heute um die Blutelfengeschichte. Oder beziehungsweise um die Hochelfengeschichte, denn die Blutelfen sind ein Volk, was eine ziemliche Veränderung durchgemacht hat in ihrem Lebensstil, in ihrer Beschaffenheit und vor allen Dingen in ihrer Glaubensrichtung und auch im Regime. Und überhaupt ist es ein Volk, was ziemlich, ziemlich doll sich in den Jahren geändert hat. Und ich denke auch, dass es sehr viel durchgemacht hat. Aber dieses Volk hat ganz woanders begonnen. Denn das Volk der Sindorei beginnt mit einem anderen Volk, nämlich den Kaldorei, den Nachtelfen. Wäre besser wahrscheinlich gewesen, wenn ich diese zuerst Let's Talked hätte und irgendwas darüber erzählt hätte, aber naja, egal. Ich hatte wirklich keine Lust auf die Nachtelfengeschichte, deswegen geht es jetzt mit den Blutelfen erstmal los, obwohl die Geschichte ziemlich doll zusammenhängt. Also, wie fast jede andere Let's Talk-Geschichte beginnt auch diese mit dem Brunnen der Ewigkeit. Vor 10.000 Jahren gab es in der Nachtelfengesellschaft eine Elite-Gruppe, die sich die Queldorei nannten. Das heißt so viel wie Hochgeborene. Diese und Königin Ashera experimentierten mit dem Brunnen der Ewigkeit. Diesen Brunnen hatten die Titanen erschaffen, als sie die Welt neu formten, und speisten diesen mit unendlich viel Magie. Ja, durch die Experimente, die die Adelskaste vollführte, ja, traf Ashera auf ein unglaublich mächtiges Wesen namens Sargeras. Sie schloss einen Pakt mit ihnen und holte seine Armee durch den Brunnen nach Azeroth. Diese Armee begann damit, Seite an Seite mit den Queldorei die anderen Nachtelfen abzuschlachten. Bald kam es zu einem riesigen Krieg, der ganz Kalendor zerrüttete. Einem der Queldorei, namens Dathremar, gefiel das nicht. Mit Gleichgesinnten versuchte er, die Arbeit seiner Brüder und der Dämonen zu behindern und zu verlangsamen. Natürlich ein bisschen im Geheimen und wahrscheinlich nicht allzu doll, weil, naja, ist nicht so gut, wenn man, naja, einem Volk, was gerade Genozid begeht und dabei ziemlich erfolgreich ist, total in die Suppe zu spucken. Naja, egal. Als Tyrande Whisperwind, eine Mondpriesterin, die eine erhebliche Rolle im Krieg spielt, von den Queldorei gefangen genommen wird, nimmt Dathremar sie unter seine Obhut, was schließlich zu ihrer Befreiung und zu einer Flucht aus dem Palast führte. Der Krieg endete damit, dass der Brunnen der Ewigkeit implodierte und den gesamten Kontinent in Schutt und Asche legte. Nach dem Krieg war Dathremar einer der neuen Anführer der Nachtelfen und dabei, als die Drachenaspekte als Illidan den zweiten Brunnen der Ewigkeit erschuf. Dieser entstand dadurch, dass Illidan, der Bruder von Malfurion, dem Erzdruiden, ja auch eine Galionsfigur im Krieg war, ein paar Fläschchen mit Wasser aus dem ersten See in einem See auf dem Berg Hyjal entleerte. Da durch den ersten Brunnen der Krieg überhaupt erst losging, nahmen sie Illidan für 10.000 Jahre lang gefangen und die Drachenaspekte pflanzten einen riesig großen Baum auf den Brunnen. Diesen Baum segneten sie und Isera verband den Baum mit dem smaragdgrünen Traum, um seine chaotischen Energien zu dämpfen. Diesen neuen Baum nannten sie nun Nordrassil, den Weltenbaum. Und hier sieht man nochmal sehr schön Isera, den grünen Drachenaspekt. Mit einem sehr freizügigen Outfit. Aber dafür sind die Drachen bekannt.
Dathremar und seine Anhänger beschimpften die anderen Nachtelfen, die sich nun weigerten, Magie zu nutzen, und nannte sie Feiglinge. Die Hochgeborenen spürten nun, wie sehr sie der Magie erlagen und wie sehr sie nach der Magie dürsteten. Sie haben am längsten und dem Brunnen am nächsten gewohnt und wurden dadurch immer abhängiger und nun, da der Brunnen nicht mehr da war, immer verzweifelter. Um die Meinung der Druiden zu ändern, entfesselten sie einen gewaltigen magischen Sturm über den Eschental. Malfurion und seine Druiden verbannten daraufhin alle Quel'Dorei aus Mangel an Alternativen ins Exil. Einige der Quel'Dorei bauten nun unter dem Befehl von Dathremar Schiffe, um die neu geformte Welt zu erkunden und sich selbst irgendwo eine neue Heimat aufzubauen. Sie segelten so lange umher, bis sie einen geeigneten Ort gefunden hatten. Nämlich an der heutigen Küste von Tirisfal. Schaut mich nicht so an, früher war es hier sehr schön. Ja, jetzt nicht mehr. Jedenfalls spürten die Quel'Dorei hier die große Ley-Energien spürten die hier. Alles, was ich euch jetzt erzähle über die Ley-Energien, ist nicht mehr ganz aktuell, kann einige Fehler enthalten und ist allgemein ein wenig überholt wahrscheinlich. Aber egal, ich erkläre euch jetzt, was die Ley-Linien sind, oder Ley-Energien sind. Die Ley-Energie ist die reinste Form der Magie und damit auch die älteste. Sie ist so mächtig, dass sie nur auf bestimmten Linien verläuft, die nicht verändert werden können. Treffen sich einige dieser Linien, entsteht ein Ley-Nexus. Diese Linien sind über ganz Azeroth verstreut und nur der blaue Drachenschwarm hat eine genaue Karte von, den Wegen, die diese Linien gehen. Auch beten die Blutelfen in späteren Zeiten die Ley-Energie an und sie sagen, dass wenn sie diese bzw. den Ley-Energien folgen, dass sie ins gesegnete Land kommen namens Ley, wo es Magie in Überfluss gibt und jeder ein Teil der Magie ist und sie selbst es wunderbar geht. Ja. In Tirisfal bauten die Quel'Dorei ihre erste Siedlung. Oder Siedlungen. Jedoch blieben sie nicht lange da. Einige von ihnen fielen den Wahnsinn anheim. Und das Geflüster, dass etwas Böses unter diesem Teil der Welt lauert, wurde immer lauter. Was genau es war, was viele der Quel'Dorei wahnsinnig werden ließ, ist unbekannt. Möglicherweise ein alter Gott, der auf sie einflüsterte. Ihre Magiesucht, die sie krank werden ließ, oder etwas ganz anderes. Ebenfalls gibt es ja hier oben in Tirisfal diesen flüsternden Wald und einige denken auch, dass es darunter irgendwas liegt, was die Blutelfen hat krank werden lassen, ich meine natürlich die Quel'Dorei, die Hochgeborenen, und dass das vielleicht etwas mit den alten Göttern zu tun hat. Das hat Blizzard jedoch revidiert. Sie haben gesagt, es hat nichts mit den alten Göttern zu tun. Aber trotzdem ist es schon seltsam. Was mag da wohl unter der Erde liegen, was die Quel'Dorei wahnsinnig werden ließ? Wir können es nur vermuten. Jedenfalls zogen die Quel'Dorei weiter in den Norden, in das heutige Quel'Talas. Dort fanden sie einen Ley-Nexus und ließen sich dort endlich nieder. Auf diesem Nexus erschufen sie einen Brunnen und kippten dort einige Fiolen mit Wasser vom Brunnen der Ewigkeit hinein. Dieser Brunnen verstärkte nun die Magie, die aus dem Ley-Nexus strömte und half den Quel'Dorei, ihren Hunger nach Magie zu stillen und noch wunderbarere Musik. Magie zu wirken als bisher. Nun hatten sie ihren eigenen Brunnen der Ewigkeit geschaffen. Natürlich war er nicht so mächtig wie der alte, aber dennoch war er
ein Quell der Magie wie kein anderer. Um ihre Unabhängigkeit von den Nachtelfen zu demonstrieren, nannten sie ihn den Sonnenbrunnen und schwörten der Mondgöttin Ilun, die sie bisher angebetet hatten, ab und wurden tagaktiv. Um den Brunnen herum bauten sie die Stadt Silbermond, mit König Dathremar als ihren Herrscher. Dathremar nannte sich nun, also als Nachname, Sonnenwanderer. Mit der Zeit veränderten sich die Queldurei. Ihre Haut wurde blasser und ihre Statur kleiner. Diese Elfen nannten sich zwar immer noch die Queldurei, jedoch hatte das in ihrer Sprache eine andere Bedeutung als bisher. In ihrer alten Sprache Danassisch hieß es so viel wie Kinder nobler Geburt. In ihrer neuen Sprache Talassisch bedeutet Queldurei in etwa Hochelf. Da die Hochelfen von der Gefahr, die von der brennenden Legion ausging, wussten und trotzdem Magie wirken wollten, erschufen sie Runensteine an den Grenzen von Quel'Talas, damit die Legion nichts von ihren Treiben mitbekam. Was die Hochelfen nicht wussten, als sie ihr Königreich errichtet hatten, war, dass sie ihre Hauptstadt auf einen hochheiligen Tempel der Amani-Waldtrolle bauten. Jedoch schreckten die Runensteine und die starke Magie der Hochelfen die Waldtrolle ab. Gehen wir mal kurz hier hoch. Dann gucken wir nämlich hier mal runter. Was ich das echt schön finde. Ich kann die mit dem Stock schlagen, die Sterne. Ich gehe mal ganz nach oben. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht, diesen kleinen Lorbruch. Kann man hier eigentlich hier oben sich umgucken? Ja, wunderbar. Was ist denn das da? Ah, nee, Quest. Geht's noch weiter nach oben? Ja, aber... Ich glaube, wir warten jetzt einfach hier. Und starren in die Ferne. Nach 4000 Jahren sammelten sich die Waldtrolle jedoch erneut und begannen mit einem riesigen Heer unbarmherzig das Elfenreich zu stürmen. In den vergangenen Jahren hatten die Trolle auch immer wieder die Menschen angegriffen und wurden dabei immer aggressiver. Ein großer Clan der Menschen, der Arati-Clan, wurde bewusst, dass man dieser Gefahr alleine nicht mehr Herr werden würde. Also begannen sie damit, die anderen Stämme der Menschen zu unterwerfen, und wer sich ihnen nicht anschließen wollte, starb. In 6 kurzen Jahren wurden alle Stämme der Menschen erobert und man bot ihnen Gleichheit und Frieden an. So wurden die einzelnen Clans zu einer riesigen, loyalen Streitmacht. Dieses Heer baute eine riesige Stadt namens Strom, wo heute Stromgard liegt. Thuradin, der König dieser Stadt, entging der Kampf zwischen Trollen und Elfen nicht. Jedoch wollte er keine Leben seiner Männer aufs Spiel setzen, um das einsiedlerische Volk der Hochelfen zu helfen. Um den. Mist, voll versprochen. Jedoch kam schließlich ein Bote der Hochelfen an Thoradins Thron, der ihm berichtete, dass wenn Quel'Talas fallen würde, die Trolle als nächstes Strom angreifen würden, und bot an, 100 Menschen die Grundkenntnisse der Magie zu lehren. Thoradin, der Magie gegenüber misstrauisch war, sagte aus Mangel an Alternativen zu. Die Menschen besaßen eine erstaunliche Affinität für Magie, und als sie genug gelernt hatten, um gegen die Trolle zu helfen, zogen die geeinten Heere von Menschen und Hochelfen los nach Alterac, wo die Hauptstreitmacht der Waldtrolle wartete. Die Schlacht währte viele Tage, doch die Armee der Arathor wich keinem Schritt vor den Trollen zurück. Dem Elfenkönig schien nun der Zeitpunkt günstig, die Macht der Magie gegen den Feind einzusetzen. 100 Menschenmagier und eine Vielzahl von Elfen ließen den Himmel aufbrechen und Feuer von ihm regnen. Das Feuer verhinderte, dass die Trollen ihre natürliche Regeneration benutzen, um sich selbst zu heilen.
Die Armee der Trolle brach auseinander und flohen. Doch die Menschen und die Elfen jagten ihnen nach und metzelten die meisten von ihnen nieder. Der Rest floh in tiefe alte Ruinen ihrer einstigen großartigen Zivilisation. Das war ein Schlag, von denen sich die Armani-Trolle nie wieder erholen sollten. Nach dem Krieg schworen die Elfen dem Geschlecht der Arathor und all ihren Nachkommen ewige Treue. Die Hochelfen begannen damit, ihre Reiche wieder aufzubauen oder überhaupt ihr Reich wieder aufzubauen und pflegten einige Beziehungen zwischen ihnen und den Menschen. Jedoch blieben sie weiterhin sehr isoliert und kümmerten sich wenig um die Probleme der... wenig um die Probleme der Menschen. Die 100 Menschenmagier gaben ihr Wissen weiter und es gab immer mehr Magier unter den Menschen. Gerüchte besagen, dass Thoradin selbst ein Magieverbot in seiner Stadt aussprach. Also verließen die Magier Strom. Ob das stimmt oder ob die Magier einfach so Strom verließen, damit sie unter sich mit der Magie experimentieren können, ist unbekannt. Jedenfalls gründeten sie zusammen mit einigen Hochelfenmagiern den Stadtstaat Dalaran, an dem sie ungezügelt ihre Magie wirken und verbessern konnten. Diese ungedämpfte, maßlose Magie strömte wie Wellen in den Nether hinaus. Schnell bemerkte dies die brennende Legion. Das zog sie nach knapp 7000 Jahren wieder nach Azeroth. Als sie die ersten Dämonen in der Umgebung von Dalaran erschienen, waren es immer einzelne, doch sie wurden im Laufe der Zeit immer mehr. Man sah sich also gezwungen, die Hochelfen nach Hilfe zu bitten. Der Rat von Silbermond, der die Hochelfen regierte, traf sich mit dem Rat von Dalaran, der Dalaran regierte, und ihre mächtigsten Mitglieder beherbergte. Der Rat von Silbermond erzählte den Menschen die gesamte Geschichte des alten Kalimdors und dem Krieg gegen die brennende Legion. Die Menschen schlugen vor, einem geheimen Champion, also einen geheimen Champion zu ernennen, den sie mit der mächtigsten Magie der Menschen und Elfen speisten. Dieser sollte einen geheimen Krieg gegen die brennende Legion und die Dämonen führen. Und damit die Welt beschützen. Der Rat von Silbermond stimmte dem zu. Elfen und Menschen gründeten den Rat der Wächter von Tirisfal. Zusätzlich versuchte man, alle Magier, die in Dalaran Magie praktizierten, anzumelden und zu katalogisieren. Jeder Magier, der in Dalaran gemeldet ist, war nun ein Kirintor. So entstanden die Kirintor und der Stadtstaat, der magikratische Stadtstaat Dalaran. Die Jahrtausende vergingen und die Menschenhauptstadt Strom teilte sich in 7 Königreiche auf. Und zwar einmal Dalaran, der hier ist, Gilneas, Lordaeron, Alterac, was hier liegt. Ich mache mir die Karte groß, ist glaube ich angenehmer. Also, Dalaran, was hier liegt, Gilneas, Lordaeron, Alterac, Kul Tiras, was ungefähr hier liegen müsste eigentlich. Also hier zwischen, das war so eine Inselgruppe, die jetzt aber irgendwie nicht mehr existiert, beziehungsweise abgedriftet ist. Und natürlich Stromgard, aus der einzigen Hauptstadt Strom. Hier unten. Und Sturmwind, das sehr weit im Süden, im Gegensatz zu der anderen Königreichen, liegt es ziemlich weit im Süden. Die Elfen zogen sich immer mehr aus den Angelegenheiten der Menschen zurück und pflegten kaum bis gar keine Beziehungen mehr zu ihnen. Auch war das Geschlecht der Arathor durch das Auflösen der Menschenhauptstadt Strom und, das Aufteilen in die ganzen Königreiche fast ausgelöscht.
Die Elfen sahen sich nicht mehr verpflichtet, ihren Schwur zu halten. Als die Horde der Orks aus dem dunklen Portal kam und das Königreich Sturmwind zerstörte, flüchteten die Bewohner Sturmwinds unter dem Befehl von Anduin Lothar, dem Löwe von Azeroth, nach Süderstarte und berichteten dort den 6 Königreichen von der Horde und dass diese die ganze Welt erobern möchte. Also gründeten die Menschenkönigreiche die Allianz von Lordaeron, mit Lordaeron und Stormgarde als ihre Hauptunterstützer. Alderaak und Gilneas wollten diplomatisch mit den Orks reden, doch als sie merkten, wie wenig Sinn das hatte, sicherten auch diese Königreiche Unterstützung der Allianz zu. Anduin Lothar wurde der Kommandant dieser Allianz und hatte das Oberkommando der Armee inne. Nun schickte die Allianz einen Boten nach Quel'Thalas, um die Elfen davon zu überzeugen, dass nicht nur die Menschen in Gefahr waren, sondern auch sie und ihre Länder. Jedoch wiesen die Elfen die Menschen ab, da sie dachten, dass diese neue Bedrohung namens Orks nichts gegen die Hochelfen bestehen konnten. Als sie jedoch erkannten, wer der Anführer der Allianz war, nämlich Anduin Lothar, das letzte lebende Mitglied der Blutlinie der Arathor, schickten sie ein paar Truppen zur Unterstützung, die sich freiwillig gemeldet hatten. Diese Truppe führte Aleria Windläufer an, die beste Schützin der Waldläufer. Diese empfand die Entscheidung ihres Königs als fehlerhaft und als schrecklich an, da sie wusste, dass die Orks eine viel größere Bedrohung darstellten, als ihr König wahrhaben wollte, und sie, empfand ihn als zu arrogant. Jedoch liebte sie ihr Land als Waldläufergeneralin und, musste damit trotzdem ihr Land, also die Interessen ihres Landes verinnerlichen, aber auch der Welt helfen. Ja. Die gute Aleria kämpfte an mehreren Schlachtfeldern Seite an Seite mit den Menschen gegen die Orks und verliebte sich in den Menschenpaladin und Vizekommandant der Allianztruppen Turalyon, der dasselbe auch für sie empfand. Als die Allianztruppen gegen die Horde im Hinterland kämpften, hatte Ogrim Doomhammer, der Anführer der Horde, die Hauptarmee nach Norden geführt, an die Grenzen nach Quel'Thalas. Gul'dan, der mächtigste Hexenmeister der Horde, entdeckte die Runensteine der Elfen und baute, um Ogrim zu beschwichtigen, aus ihnen Altäre der Stürme, um mit ihnen künstlich zweiköpfige Ogermagier zu erschaffen. Diese zweiköpfigen Ogre konnten nun Magie wirken und sind wunderbar und viel, viel stärker und viel, viel besser und viel, viel klüger als normale Ogre und so weiter und so fort. Die Horde brannte im Kampf gegen die Elfen mit Drachenfeuer riesige Areale des Immersangwaldes nieder und tötete so tausende Hochelf-Zivilisten und viele Soldaten der Elfen. Auch Alirias Bruder Lirat starb während diesem Angriff. Durch diese Tat traten die Hochelfen der Allianz bei, da sie merkten, welch eine Bedrohung die Horde wirklich war. Und nicht nur, weil ihr Reich erheblich Schaden gelitten hat. Nein, nein, das kann nicht sein. Nee. Was? Ja. Die Horde ließ einige Truppen in Quel'Thalas, darunter auch Gul'dans Stormweaver-Clan und Cho'Gals Zwielichtshammer-Clan. Der Rest zog nach Alderaak. Dort handelten sie mit dem König von Alderaak einen Nicht-Angriffspakt aus, wenn die Horde die Berge passieren dürfte. Der König unterzeichnete diesen und verriet die Allianz. Gul'dan, sein Clan und der Zwielichtshammer-Clan zogen ihren Posten in Quel'Thalas ab und marschierten nach Süderstarte. Gul'dans Plan war von Anfang an gewesen, den Leichnam von Sargeras Avatar, dem mächtigsten Dämonenlord, zu bergen und mächtiger zu werden, als je ein Ork oder Mensch gewesen war.
Also klaute er einige Boote und hob das Grabmal von Sargeras aus dem Wasser. Duraljons Armee, die Seite an Seite mit der Hochelfarmee und Greifenreitern der Zwerge kämpften, vertrieben die Truppen der Horde aus Quel'Thalas. Doch als Aleria sah, was die Horde mit ihrem Land und ihrer Familie gemacht hatte, wollte sie jeden einzelnen Ork auf Azeroth töten. Darunter litt ihre Beziehung mit Duraljon ziemlich. Hass verletzt immer die Leute, die man liebt. Und so weiter und so fort. Da die Horde Alterac passieren durfte, stand sie vor, oder beziehungsweise hinter der Hauptstadt von Lordaeron. Das heißt, sie stand ungefähr hier und wollte diesen See überqueren, und da hinten ist die Hauptstadt von Lordaeron. Ja, die Allianzarmee hatte keine Chance, sie so schnell zu erreichen. Der Sieg der Horde schien gewiss. Jedoch hörte Orgrim, was Gul'dan vorhatte, und teilte seine Armee und schickte eine große Anzahl von Truppen, um Gul'dan aufzuhalten. Orgrim zog seine Armee zum Schwarzfels zurück, und die Allianz verbündete sich an den Toren von Ironforge mit der ausgeruhten Armee der Zwerge, die Invasion der Orks in ihrem Berg ausgesessen haben. Am Schwarzfels kämpfte nun die Allianz gegen die Horde, und Orgrim Doomhammer tötete Anduin Lothar, den Löwen von Azeroth. Sein Stellvertreter Duraljon schnappte sich sein Schwert und besiegte Orgrim im Zweikampf. Die Horde brach auseinander und floh. Einige, darunter Orgrim, wurden gefangen genommen. Andere flohen in entfernte Gebiete, und andere flohen zurück in ihre Heimatwelt nach Draenor. Ich will euch jetzt mal die Widmung hier nochmal durchlesen, weil das hier ist Anduin Lothar, der Löwe von Azeroth. Er, der alleine den Schwarzfels... ja, Einnahmen oder sowas. Gibt's da nicht so eine Widmung? Ich dachte, hier gab's eine Widmung. Schade. Hätte ich sonst gerne vorgelesen. Oh, das ist auch geil. Das muss ich einen Screenshot von machen. Drucken! So. Gul'dan wurde von den Dämonen in der Gruft getötet und seine Clans mit ihm. Der Blacktooth Gwyn Clan, der von Orgrim hinterhergeschickt wurde, fand seinen Schädel und benutzte ihn als Hexenmeister-Artefakt. Als sie bemerkten, dass die Horde geschlagen wurde, besetzten sie den Schwarzfels und blieben dort. Die Allianz begann damit, die zerstörten Königreiche wieder aufzubauen und beschlossen, Internierungslager für die Orks zu bauen. Gilneas und Quel'Thalas, die alle Orks lieber umbringen wollten, als in Gefangenenlager zu stecken, verließen die Allianz und schotteten sich mehr und mehr von der Außenwelt ab. Das Problem mit den Internierungslager war, ich erkläre es jetzt mal einfach aus dem Kopf heraus, dass eine feindliche Macht, die von einem fremden Planeten kam und der Allianz quasi völlig fremd war, sie sofort angegriffen hat und sofort kriegslüsternd ihre Gebiete erobert hat, Menschen abgeschlachtet, ein Königreich vernichtet hat, die Drachen sozusagen gezwungen hat, Prostitution zu betreiben und Drachenreittiere auszubilden, die ganze Welt geschadet hatten, alle Völker, die hier lebten, quasi unterjochen wollten, beziehungsweise mit manchen haben sie sich ja auch verbündet, aber ihr versteht, was ich meine. Und aus der Not hat sich eine Allianz halt gebildet, um halt diese Dings abzuwehren, über diese Macht abzuwehren, und nun beschließt Lordaeron, Sturmwind und Lordaeron beschließen halt, die halt die Hauptaufgabe im Krieg hatten, für diese Orks, für diese, die deine Familie getötet haben, deine Liebste umgebracht haben, dein Kind ermordet haben, dein Königreich in Schutt und Asche gelegt haben, die halbe Welt vernichtet haben, Gefangenenlager zu bauen, anstatt sie zu töten.
Würdet ihr dafür Steuern bezahlen? Würdet ihr dafür als Königreich euren Bürgern zwingen, auch noch für die Leute zu bezahlen, die das alles taten? Und für Quel'Thalas? Oder für die Hochelfen, die grundsätzlich viel, viel, viel heimatverbundener und viel, viel mehr das Königreich lieben als jemals ein Mensch zuvor, dass sie es große Teile ihres geliebten Waldes abgebrannt haben und diese sollen auch noch für die Internierungslager bezahlen? Deswegen verlassen Gilneas und Quel'Thalas die Allianz. Ihr müsst selbst entscheiden, ob das für euch verständlich ist oder eher weniger. Aleria und ihre Elfen dienten immer noch der Allianz aus freien Stücken heraus. Sie befehligte eine Kompanie aus Waldläufern, die Jagd auf die Orklands macht, die es nicht nach Draenor, den Schwarzfels oder in die Internierungslager geschafft hatten. Sie töteten jeden Ork und Troll, der ihnen ins Sichtfeld kam. Ebenfalls war sie immer noch in einer Beziehung mit Thorallion, jedoch war diese erschüttert durch Alirias Hass auf die Orks und Trolle, die ihre Heimat so verwüsteten. Zu dieser Zeit soll Aleria auch ein Kind mit Thorallion bekommen haben, namens Arathor. Dieser ist bisher der einzig bekannte lebende Halbelf. Nach einiger Zeit öffnete sich das dunkle Portal erneut und die Orks von Draenor klauten auf den Befehl von Ner'zhul, einem einst mächtigen Ork-Schamanen, einige Artefakte. Mit diesen Artefakten wollte er Portale in andere Welten öffnen, auf denen die Orks leben konnten, da ihre Heimatwelt durch den exzessiven Gebrauch von Dämonenmagie brach geworden war. Die Allianz bekam das natürlich mit und gründete eine Expeditionsarmee mit Freiwilligen, die die fremde Orkwelt Draenor betreten sollten und die Orks darin hindern sollten, andere Welten zu erobern. Darunter gab es eine Gruppe, die sich die Söhne von Lothar nannte. Diese beherbergte Aleria Windläufer, Khadgar, Thorallion, Danath Trollban und Kurdran Wildhammer. Diese sind allesamt namenhafte Helden der Allianz, die im Krieg bereits viele Siege einfuhren. Als die Allianz-Expedition das Portal durchschritt, schlossen sie es von Draenor aus und fingen an, die Ehrenfeste zu bauen. Diese sollte ihre erste Zuflucht auf dieser neuen Welt sein. Aleria behielt ihr rücksichtsloses Verhalten bei, bis Thorallion es schließlich schaffte, zu ihr durchzudrängen und ihren Hass zu lindern. Ebenfalls war ihr Sohn damals schon in der Ehrenfeste, in einem Kriegsgebiet, auf einer Selbstmordmission, auf einem anderen Planeten, auf dem eine Rasse lebt, die nichts anderes als ihren Tod will. Und die Macht hat, Portale in tausende andere Welten zu erschaffen und zu erobern. Also alles in allem eine relativ kinderfreundliche Umgebung. Sehe ich genauso. Die Allianz verfolgte die Horde und kämpfte oftmals gegen sie. Ich kürze das jetzt hier alles mal ein bisschen ab, weil die Kernaussage wichtiger ist als das, als die weiten Ausschweifungen. Es soll ja mehr um die Blutelfen gehen und um Aleria. Ja, wer alles wissen will, was hier auf Draenor passiert ist, sollte das Buch Jenseits des dunklen Portals lesen. Ist ein wirklich grandioses Buch. Eins meiner Lieblings-WoW-Bücher, weil es echt gut geschrieben ist. Ja. Als die Allianz-Expedition die Orks bis zum Schwarzen Tempel gedrängt hatten, öffnete Ner'zhul hunderttausende Portale gleichzeitig und zerriss damit den Planeten und zerstörte ihn beinahe. Ner'zhul verschwand durch eins dieser Portale und traf dort auf Kil'jaeden oder Kil'jaeden, das Wesen, das an dem ganzen Leid der Orks schuld war.
Wer mehr zu den Orks wissen will, sollte sich das Let's Talk dazu ansehen. Beziehungsweise über die Warlords oder das Draenor. Draenei. Let's Talk. Ja. Kil'jaeden folterte Ner'zhuls Seele und schloss sie in einer Rüstung ein. Diese Rüstung ummantelte er mit einem riesigen Eisblock aus einer fremden Welt. Denn Kil'jaeden hatte noch Pläne mit Ner'zhul, die schon bald ganz Azeroth zerstören sollten. Aleria und Thuralion verschwanden beide spurlos. Einige denken, dass sie durch ein Portal in eine andere Welt oder Dimension gelangten. Wieder andere meinen, sie wären auf einem Stück von Draenor in den Nether abgedriftet. Und wieder andere meinen, sie wären bei der Explosion umgekommen. Was jedoch davon stimmt, weiß bisher niemand. In Waters of Draenor gibt es einige Hinweise, dass sie vielleicht in dieser Zeitlinie gelandet sind, da es eine Nachtelfe in der Garnisons- oder beziehungsweise im Garnisonsgasthaus gibt, die erzählt, dass sie auf der Suche nach Aleria Windläufer ist. Dafür sucht sie Pfeile, die in der Schattenmond-Grabstätte sind. Und zwar Hochelfenpfeile. Und da Aleria und Thuralion seit, das müssen 17 oder 20 Jahre lang, nicht gesehen worden sind, ist das schon krass. So ein kleiner Teaser, dass die noch nicht vergessen wurden und das freut einen doch. Ja, das wollte ich euch nochmal erzählen. Und in Burning Crusade findet man ihren Sohn in der Ehrenfeste. Dieser erzählt von seinen Eltern. Und er sagt: Seid gegrüßt. Arathor, der Erlöser. Ich war noch ein Kind, als mein Vater in dieses Ödland abkommandiert wurde. Alles, was ich von ihm weiß, haben mir andere berichtet. Ändern sich eure Träume, Malorn? Meine nicht. Immer und immer habe ich denselben Traum. Ein roter Himmel umgibt alles. Um mich herum zahllose Soldaten. In der Ferne tobt eine Schlacht. Ich knie vor dem zerschundenen Körper eines Mannes, meinem Vater, und weine. Er ringt nach Luft. Sein Lebenswille droht ihn zu verlassen und er flüstert mir irgendetwas zu. Ich versuche zuzuhören, doch das Gesagte ist zu leise, als dass ich es verstehen könnte. Bis bald. Unheilvolle Ankündigungen. Thuralion wird anscheinend in der Vision, die sein Sohn hat, sterben. Ich mag extrem Thuralion und seine Geschichte. Ich liebe die Bücher, in denen er vorkommt. Er ist so ein, eigentlich das Sinnbild der Allianz für mich quasi. Und mein zweitlieblingscharakter im ganzen Warcraft-Universum. Und oh, ich hoffe, dass er bald mal wieder vorkommt. Ich habe auch wirklich wieder Bock, die Bücher zu lesen. Jenseits des dunklen Portals und das andere. Solltet ihr euch jedenfalls mal durchlesen. Und ich lese nochmal nicht zum Abschluss, aber zum Abschluss von Alerias Kapitel in dieser sozusagen Geschichte, mal diese Schrifttafel durch. Monument der Erinnerung. In Gedenken an den Oberkommandierenden der Allianz, Anduin Lothar. Ein Mann, der sich der Verteidigung seines Königs, seines Volkes und seiner Heimat verschrieben hatte. Mögen unsere Feinde sich an unseren Namen erinnern und unsere Verbündeten unseren Tod in Ehren halten. Wir alle sind die Söhne Lothars. General Thuralion. Und wie es mit Quel'Thalas weitergeht, sehen wir jetzt. Aleria und Thuralion wurden seit Jahrzehnten nicht gesehen. Ner'zhul wurde von Kil'jaeden nach Azeroth auf den Kontinent Nordend geschickt. Dort sollte er mit den Schreckenslords eine Armee erschaffen und die Königreiche zerstören und der brennenden Legion eine Chance geben, nach Azeroth zu kommen. Dafür benutzte Ner'zhul Nekromantie und rottete fast das gesamte Spinnenkönigreich Azeol-Nerub aus und belebte sie wieder. Ebenfalls holte er den Kirin-Tor-Erzmagier Kel'Thuzad nach Nordend und zeigte ihm die Nekromantie. Oh, sieht schön aus. Neu, Himmel ist verkehrt. Ja, ja.
Kel'Thuzad. Achso. Ja. Und zeigte ihm. Also er holte den Kirin-Tor Erzmagier Kel'Thuzad nach Nordend und zeigte ihm die Nekromantie, von der er schon immer fasziniert gewesen war. Und durch die er aus Dalaran verbannt wurde. Mehr oder weniger freiwillig schloss er sich der untoten Geisel an. Kel'Thuzad gründete den Kult der Verdammten, indem er Menschen aufnahm, die genau wie er machthungrig oder einfach nur wahnsinnig waren und den Untod als ultimativen Lebensprozess sahen. Auch einige Adlige schlossen sich den Kult an, darunter auch die Familie Baroff, die das Anwesen Darovia, das sie besaßen, an den Kult abtraten und quasi ihr Hauptoperation, also und das für den Kult quasi die Hauptoperationsbasis wurde, hier drunter. Hier wurden neue Nekromanten ausgebildet, unterrichtet und ebenfalls wurde hier am Leben und am Untod geforscht. Der Kult entwickelte unter den wachenden Augen von Kel'Thuzad eine Seuche, die Menschen nach einiger Zeit der Einnahme in Untote verwandelte. Diese Seuche verbreiteten sie unter den Einwohnern des Königreichs, getarnt als normales Getreide. Der Kronprinz von Lordaeron, Arthas Menethil, wurde mit Jaina Portmore beauftragt, dieser Seuche auf den Grund zu gehen. Auf dieser Mission trafen sie einem Bataillon oder trafen sie auf ein Bataillon an Elfenpriestern, die sich diese Seuche. Jetzt bin ich komplett raus. Achso, die sich in den Dienst des Prinzen stellten und Schließlich schaffte es Arthas, Kel'Thuzad zu töten. Jedoch sprach dieser eine unheilvolle Botschaft aus. Törichter Narr, mein Tod ändert auf lange Sicht gar nichts. Denn nun beginnt die Reinigung dieses Landes. Kel'Thuzads Meister war der Schreckenslord Mal'Ganis. Diesen jagte Arthas bis nach Nordend, kurz nachdem er eine ganze Stadt angezündet und seine Bewohner getötet hat. Naja, egal. In Nordend nahm er das verfluchte Schwert Frostgram auf. Das Teil von Ner'zhul, dem Lichtkönig selbst war, und tötete Mal'Ganis. Jedoch verfluchte er sich damit selbst und schlachtete seine Soldaten ab. Als er nach Hause zurückkehrte, war er nicht mehr der gefeierte und gutherzige Prinz von Lordaeron, sondern der Champion des Lichtkönigs. Er tötete seinen eigenen Vater und vernichtete mit der Geisel ganz Lordaeron. Ironischerweise war seine Aufgabe die, dass er Kel'Thuzad wiederbeleben sollte. Jedoch konnte ein Wesen mit Kel'Thuzads Macht nur durch einen starken Ley Nexus wiederbelebt werden. Einem sehr starken. Einem, der durch einen Brunnen verstärkt wird. Also machte sich Arthas mit einer riesigen Armee von Untoten auf den Weg nach Quel'Thalas. Ah. Das wunderbare, das ewige Kel'Thalas. Seit meiner Kindheit war ich nicht mehr hier. Obacht! Wahrscheinlich lauern die Elfen im Hinterhalt. Die schwächlichen Elfen kümmern mich nicht, Totenbeschwörer. Unsere Streitmacht wird mit jedem getöteten Gegner stärker. Seid euch nicht so sicher, Todesritter. Die Elfen darf man nicht unterschätzen. Wir werden sehen. Schafft den Gefangenen her. Wo ist der Eingang zu deinem Land, Elf? Ihr werdet Kel'Thalas nie betreten, gefallener Prinz. Die Wälder selbst schützen unsere Grenzen und die verzauberten Elfentore unsere Hauptstadt. Eure kostbaren Tore werden mich so wenig aufhalten wie diese Bäume, kleiner Elf. Bringt die Fleischwagen! Wir verschaffen uns selbst Zutritt. Relativ schnell
In Kuertalas greifen Waldläuferarmeen, angeführt von Sylvanas Windrunner, die Schwester von Aleria, die Geisel an. Sie schaffen es zwar nicht, sie zu besiegen oder großen Schaden zuzufügen, jedoch schaffen sie es, Arthas zu verlangsamen, was ihn in Rage versetzt. Sylvanas lässt zum Beispiel eine Brücke einstürzen, um die schweren Kriegsgeräte der Geisel zu verlangsamen. Arthas lässt einige seiner Untoten in den Fluss springen und benutzt sie als lebendige oder quasi untote Brücke. Damit geht es voran und er vergiftet gleichzeitig noch den Fluss, sodass jeder, der daraus trinkt oder ihn nur berührt, die Seuche in sich trägt und vergiftet wird. Jeden Schritt, den Arthas und seine Armee geht, hinterlassen sie eine Schneise des Todes. Nicht nur die Bewohner eines jeden Dorfes, das sie passieren, starben, sondern auch der Boden unter ihnen selbst. Sie hinterließen nichts als einen brachen Pfad der Öde. Als sie zum zweiten Tor von Quel'Thalas kommen, ist dieses verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Ein Elf namens Darkham erzählt Arthas vom Schlüssel der drei Monde. Dieser war ein Artefakt, das in drei Mondkristalle zerteilt und an versteckten Orten in Quel'Thalas aufbewahrt worden waren. Diese Steine standen auf Hauptadern der Leylinien und kanalisierten es zum Elfentor und ließen niemanden durch. Darkhan schloss sich daraufhin der Geisel an. Ja, da diese ihn mächtiger machen konnten, als er es je im Elfenkönigreich werden würde. Arthas durchschritt das Tor, da er nun den Schlüssel der drei Monde besaß, und stand quasi vor Silbermond. Jedoch, bevor Arthas nach Silbermond marschierte, tötete er noch Sylvanas Waldläuferarmee und schließlich noch sie selbst. Hut ab vor eurer Tapferkeit, Elfen. Aber die Jagd ist vorbei. Dann fechte ich hier meinen letzten Kampf, Schlechter. Anara la Belore. Macht ein Ende. Ich verdiene einen sauberen Tod. Nach allem, was ihr mir angetan habt, Weib, werde ich euch niemals den Frieden des Todes gönnen. Nein, das wagt ihr nicht. Und belebte sie als Banshee wieder. Nun ist der Weg nach Silbermond und dem Sonnenbrunnen frei. Arthas besiegt den amtierenden König Anastarian Sunstrider im Zweikampf und erschafft eine Brücke aus Eis zum Sonnenbrunnen auf der Insel von Quel'Danas. Daraufhin wird er von Darkhan verraten, der seinen Posten, also Arthas Posten, einnehmen möchte. Jedoch tötet Arthas auch ihn ohne große Probleme. Danach belebt er ihn als Untoten wieder. Beim Sonnenbrunnen angekommen, gibt der Kel'Thuzas Überreste in das heilige Wasser und belebt ihn als erzlich wieder. Bürger von Silvermoon, ich habe euch hinreichend Gelegenheit zur Kapitulation gegeben, doch ihr habt euch geweigert. Somit bringt der heutige Tag das Ende eures Volkes und seines alten Erbes. Der Tod selbst kommt und fordert das hohe Heim der Elfen. Nun stehet auf, Kel'Thuzad, und dienet erneut dem Lichtkönig. Ich bin wie versprochen wiedergeboren. Der Lichtkönig hat mir ewiges Leben gewährt. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt, Lich. Seid ihr nun bereit, mir von den Schreckenslords zu berichten? Ja, aber nicht hier. Ihre Augen und Ohren sind überall. Wir reden an einem sicheren Ort. Durch diese Tat wurde der Brunnen korrumpiert und das Wunderbare, das heilige Quel'Thalas vernichtet. Und über 90% seiner Bevölkerung abgeschlachtet. Huiuiuiuiui, das war erstmal die Geschichte der Hochelfen.
Und ich hoffe, es hat euch gefallen, weil wenn ich jetzt noch die restliche Geschichte erzählen würde, würde das extrem den Rahmen sprengen. Das würde dann über eine Stunde gehen und dann machen wir nämlich zwei Parts draus. Das war erstmal die Geschichte von Quel'Thalas Untergang und ja, Aufstieg und Untergang, würde ich mal sagen. Und dann wird es bald, ich würde sagen so in einem Monat, vielleicht ein bisschen weniger, die zweite Geschichte geben, nämlich was nachdem Quel'Thalas vernichtet wurde, mit den Hochelfen passierte. Und warum sie nun Teil der Horde sind. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns in einem nächsten Part. Bis denn.